Malta, Golden Bay. Wild rauscht die Brandung an den weißen Sandstrand. Eigentlich typisch Malta und doch eher ungewöhnlich für die Insel mitten im Mittelmeer. Denn wohl die meisten Touristen denken bei Malta gar nicht zuerst an Badeurlaub. Vielleicht ja ein Fehler. Golden Bay sei eine der schönsten Strände Maltas, schwärmt Guide Darrell, während er in Shorts im warmen Sand steht. Hier gibt es alles, was man sich wünscht. Sonnenliegen und Schirme, Bars und Tretboote. Dementsprechend beliebt ist das Stück Sand auch bei Urlaubern. Also Golden Bay ist auch einer der gepflegtesten Strände, würde ich sagen. Golden Bay ist ein Strand, ist eher so ein Strand zum Chillen tagsüber. Ist einfach eine relativ relaxte Örtlichkeit, ja. Doch wer mag, kann sich auch betätigen. The diving is voted third best in the world and the best in the Mediterranean regularly by divers. Malta ist das drittbeste Tauchrevier der Welt, erklärt Tauchlehrer Steve Watkinson stolz. Das liege am klaren Wasser, den zahlreichen Wracks, die hier versenkt werden und am Unterwasser leben. Soll heißen Moränen, Rochen, Oktopusse und jede Menge Fische aller Art. Malta ist die perfekte Mischung aus Lernen und Urlaub. Hier hast du eben ganzjährig Sonne. Das ist schön warm, habe halt eben Englisch gemacht und bin nebenbei, ich bin halb drei fertig mit der Schule und danach gehe ich halt und gucke mir Malta an. Malta gilt schon seit jeher als eines der Zentren, um Englisch zu lernen. Because you are outside, you can see. Is it also expensive, like the metro? Also es geht eigentlich darum, dass man eben diskutiert. Wir haben das jetzt schon öfter die Woche gehabt, dass am Anfang eines Tages immer diskutiert wurde, so ein, zwei Stunden. Dann sitzt Charlene, unsere Englischlehrerin, daneben, schreibt sich eben Fehler runter, die generell immer wieder auftauchen. Das sind kleine Gruppen, maximal 10, gut durchmischt. Also ein Deutscher, eine Japanerin, die in Italien lebt, ja, eine Französin. Und da sprechen wir auf Englisch. In meinem Apartment wohne ich mit einem Italiener, mit einer Spanierin und mit einer Russin zusammen. Menschen aus der ganzen Welt zum Bildungsurlaub in Malta. Und zwar quer durch alle Altersklassen. Klar, dass es da auch ein dementsprechend ausgeprägtes Nachtleben geben muss. This is Club 22. It's at the top of the Port Tomato Tower. It's the only high-rise building in Malta. Robert Dowling steht am Fenster seines Club 22 und blickt aus fast 100 Metern von Maltas höchstem Gebäude, dem Port Tomato Tower, hinunter auf die umliegenden Ausgehviertel. Gestylte Männer und Frauen drängen sich an der vom Boden zur Decke reichenden Glasfront und genießen die Drinks in Maltas coolsten Club. Dieser Club ist eine Lounge, die nachts durchaus ein wenig verrückt werden kann, beschreibt Dowling die Bar, die für den neuen maltesischen Lifestyle steht. Es hat sich drastisch verändert. Früher gingen die Leute in Bars und haben sich betrunken. Wenn überhaupt, gab es bestenfalls zwei gute Clubs. Heute haben wir vor allem im Sommer drei oder vier der besten Open-Air-Clubs Europas auf unserer Insel. Wir sind wie Ibiza und doch wieder nicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Das muss man einfach selbst rausfinden. Discover it, find out for yourself. Es sind immer mehr, die nach Malta kommen und es rausfinden wollen. Und wenn Guy Darrell durch den neu gebauten Yachthafen von Port Tomaso etwa 100 Meter unter Club 22 spaziert, dann sieht er oft bekannte Gesichter. This is Port Tomaso Marina. Das ist eine Art Mini-Monte Carlo mit hunderten von edlen Yachten, neuen Apartments und jeder Menge tollen Restaurants, die den Hafen überblicken. Sehr beliebt bei Einheimischen und Touristen. Man kann hier jederzeit auf David Beckham oder Michael Schumacher treffen, die hier Apartments besitzen. We might bump into David Beckham or even Michael Schumacher as well. Aus gutem Grund, denn Malta hat in Sachen Unterhaltung und Genuss reichlich zu bieten. Bridge Bar is bar, which is situated right here on the bridge, Victoria Gate. Andrew Alamango ist der Mann, der vor 5 Jahren begann, eine der wohl schönsten Jazzbars Europas zu erfinden. Herausgekommen ist dabei die Bridge Bar, direkt am Victoria Gate in der meterdicken Stadtmauer Vallettas. In den wärmeren Monaten sitzen dort jeden Freitag die Gäste auf den alten Steinstufen und genießen Jazzbands in einer einzigartigen Atmosphäre, mit Blick auf den Hafen und die historischen Städte. Wirklich beeindruckend, hätte ich nicht gedacht. Das ist großartig. Einfach das Wetter kam echt überraschend, ne? Als wir so um die Ecke gebogen sind und so. Da stimmt einfach alles, ne? Ich finde es sehr schön. Also eben, dass alle draußen sitzen, sehr lockere Atmosphäre. Die ganz zu Malta passt. Eine kleine Insel mit ganz großem Angebot.